Skoliose im Jugendalter. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die Wirbelsäule Ihrer Kinder. Gerade im Wachstum kann sich die Wirbelsäule nach und nach verdrehen und es entsteht eine Skoliose. Da gibt es leichte Auswirkungen, da gibt es schwere, die sich dann nachher später im Leben sehr bemerkbar machen können. Und dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Behandlungsansätze. Es gibt die Operation, aber es gibt auch andere Varianten, wie zum Beispiel das Korsett. Und was nun geeignet ist, darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Dr. Jens Seifert. Er ist Chefarzt des Wirbelsäulenzentrums an der Asklepios Orthopädischen Klinik Howald. Schön, dass Sie Zeit haben mit Dr. Seifert. Gerne. Erklären Sie uns bitte noch einmal, was genau ist eine Skoliose? Eine Skoliose ist eine Verkrümmung des Rückens, nicht nur nach der Seite weg, sondern auch eine Verdrehung des Rückens und auch ein zusätzlich bestehender Flachrücken, was die wenigsten wissen. Wodurch entsteht das? Im Kindesalter, so etwa in der Zeit der beginnenden Pubertät, entsteht eine Wachstumsdifferenz, dass also Teile der Wirbelsäule, die vorn sind, wo die Bandscheiben liegen, etwas mehr wachsen als die hinteren Anteile. Dann reicht der Platz für die Wirbelkörper nicht mehr. Die drehen dann seitlich weg. Dort beginnt ein Buckel zu entstehen. Und später gibt es diese Auslenkung der Wirbelkörper nach der Seite. Das, was die meisten als Skoliose verstehen, die man in Winkeln messen kann. Und der Rücken wird immer flacher durch diese Wachstumsdifferenz. Diese drei Faktoren bestimmen die Skoliose. Das heißt also, der Schultergürtel verschiebt sich dann auch gegenüber der Hüfte, oder? Ist es so? Ja, es ist komplett dreidimensional aufgrund einer angeborenen oder genetischen Disposition ist es so, dass der ganze Körper einen Drehfehler hat und vor allen Dingen die Wirbelsäule in allen Bereichen. Und wann geht das los? Das geht in etwa so im 10. Lebensjahr, vor allem bei den Mädchen los, die häufiger betroffen sind, 10. bis 12. Lebensjahr. Ja, und endet das dann irgendwann oder geht das dann immer so weiter? Am Ende des pubertären Wachstums hört diese Verschlechterung auf, mit dem Wachstum natürlich, und verschlechtert sich nur noch ganz geringfügig im Leben. Und Sie sagten ja schon, man kann das äußerlich sehen. Das heißt, dann könnte ich ja als Elternteil bei meiner 10-Jährigen auch schon feststellen, ob da eine Skoliose sich entwickelt? Ja, dazu ist ganz wichtig zu wissen, dass man diesen Buckel, diesen Drehbuckel gewissermaßen nur sehen kann, wenn man die Kinder nach vorne neigen lässt. Also einfach das Kind nach vorne neigen, von hinten drauf gucken und Sie werden sehen, wenn eine Skoliose besteht, sind beide Rippen verschieden hoch und Sie werden damit zum Kinderarzt oder Orthopäden gehen müssen. Genau, Buckel, damit ist nicht so ein Hexenbuckel gemeint, wie man das vielleicht früher aus dem Märchen kennt, sondern man sieht, dass die Rippenbögen unterschiedlich hoch stehen, glaube ich, wenn man das Kind nach vorne beugt. Rechts, ne? Verschieden. Genau. Warum kriegt das der eine und der andere nicht? Es muss, da ist man sich noch nicht ganz sicher, deswegen nennt man die Diagnose idiopathische Skoliose. Es muss eine gewisse erbliche Komponente oder Disposition, sagen wir in der Medizin, dahinter stecken, dass in der Pubertät diese kleine Wachstumsstörung entsteht, die in verschiedenen Maße sich ausprägen kann. Ja, aber die Eltern müssen es nicht haben. Die müssen es nicht haben. Es reicht, dass irgendeine in der Familienlinie, Urgroßmutter, Urgroßvater, das auch hat oder Geschwisterkind hat, dann sollte man besonders aufmerksam sein und besonders die Mädchen der Familie untersuchen, alle angucken, Vorneigetest machen, sagen wir, zum Kinderarzt gehen, das ansprechen, um eine zeitige Diagnose finden zu können. Ja, der Kinderarzt, hat der sowas gemeinhin auf dem Schirm? Also ja. dass er nein, auch nicht nur dass er das tut, wenn man ihn fragt, sondern dass er so grundlegend bei Kindern das mit im Hinterkopf hat, dass man sich sowas mal anschaut? Wir propagieren schon, auch in der Ausbildung, dass Kinderärzte das wissen, dass die Kenntnis von der Skoliose haben, Kenntnis von frühen Zeichen der Skoliose haben, auch wenn die Erkrankung relativ selten ist, dass die Tücke der Sache. Ja, aber dennoch sagten Sie eben auch, je früher das losgeht und je mehr Schwung schon von vornherein da ist, desto schlimmer kann es am Ende auch werden. Was heißt denn das, wenn ich nichts unternehmen würde? Was kann denn da für das Kind später entstehen? Also wenn wir gar nichts machen würden, wir lassen es laufen.
Es gibt im Spontanverlauf, im schlechtesten Fall, ganz schlimme Verläufe, die nicht einmal bei 90 Grad dieser Auslenkung, dieses Winkels enden, die zu schweren Deformitäten des Rumpfes führen, zur Veränderung der Lunge führen, entsprechend auch Herzveränderungen dann noch folgen, dass man also das Leben schwer begrenzt wird durch auch internistische Krankheiten und natürlich auch durch Schmerzen der Wirbelsäule aufgrund eines zeitigen Verschleißes bei schweren Krümmungen. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass die Organe unter Umständen nicht den Platz haben, den sie vielleicht haben sollen. Das ist das eine, was Sie eben sagten. Das sieht man bei der Lunge zum Beispiel an, dass diese Druckverhältnisse hier eine wesentliche Rolle spielen, dass die Lunge sich bereits in frühen Erwachsenenjahren verändern muss aufgrund des Buckels des Brustkorbs. Und das Herz pumpt dann gegen diese veränderte Lunge und zeigt zeitig ein sogenanntes Korpulmonale, also ein Verschleiß des Herzens, was mit dieser Lunge kämpft. So kann man das vielleicht in Deutsch ausdrücken. Und das andere, was Sie sagten, Schmerzen, da kann ich mir vorstellen, auch als Erwachsener, man wird ja sowieso immer steifer und hat immer häufiger dann vielleicht auch mit Schmerzen zu tun, dass das dann noch dazukommt, ne? Wahrscheinlich. Dass man deshalb unter Umständen Beschwerden hat, wenn man schon deutlich raus ist aus der Wachstumsphase mit 40, 50. Typisch für die Skoliose ist, dass die Kinder und Jugendliche keine Schmerzen haben. Ja. Und erst später, wenn auch die ersten Verschleißerscheinungen eintreten, hier besonders deutliche Schmerzerkrankungen und Verschleißerkrankungen entstehen, die aber zeitiger auftreten als bei uns als gesunde Menschen. Ja, so, wenn wir jetzt also feststellen, das Kind hat eine Skoliose, gibt es ja auch unterschiedliche Ausprägungen. Was machen wir denn da jetzt? Wie gesagt, zeitige Diagnostik. Ja. Es gibt einen Bereich, ab 10 Grad definiert man erst die Skoliose, bis 20 Grad Winkel dieser Auslenkung kann man konservativ mit nur Physiotherapie, mit Krankengymnastik vorgehen und kann in vielen Fällen dort die Skoliose eindämmen bzw. auch leicht zurückdrängen. Mhm. Ab diesem Winkel von 20 Grad ist unsere Meinung, sollte man eine Korsettbehandlung machen, also eine konservative Behandlung, um das Wachstum in der Pubertät zu lenken, also kleine geraden Wirbelsäule hin. Ja, da haben Sie ja hier ein Modell mitgebracht. Also das ist ja so ein kleiner Körper, den zeigen Sie uns hier gerne mal. Das ist ja jetzt ein kleiner Körper, das ist ja kein ausgewachsenes Kind, aber da ist schon mal gut dran zu erkennen, wie so ein Korsett aussehen würde. Mögen Sie uns das mal erklären, wie das auch wirken kann dann? Man kann im Prinzip hier permanent über tägliches Tragen der Orthese im Dreipunktprinzip von zwei Gegenlagern hier zum Beispiel auf den Rippenbuckel draufdrücken und eine Korrektur der Wirbelsäule durchführen, um eine Wachstumslenkung über Monate und Jahre zu erreichen. Wie sieht das von vorne aus? Von vorn haben wir Verschlüsse, um das dosieren zu können und den Körper entsprechend anzupassen. Und auch hier kann man noch kleine Deformitäten mit nachstellen, das ist aber dann sehr komplex. Ja, tut das dem Kind nicht weh? Das ist die Kunst des Korsettbaus. Es gibt spezielle Orthopädietechniker in Deutschland, die sich damit befassen, dass man das Korsett so anfertigt, dass es zum einen dem Patienten passt und zum anderen eine hochprozentige Korrektur. 40% nimmt man da an, 40% des Winkels sollen korrigiert werden. Und wie lange oder wie oft muss das Kind das dann tragen? Muss zwischen 20 und 23 Stunden am Tag getragen werden. Das haben Studien gezeigt in Amerika von vielen tausend Kindern mit verschiedenen Stundenzahlen, dass diese Stundenzahl erreicht werden muss, um etwas zu erreichen. Das ist schon eine schwere, harte, jahrelange Therapie. 7 Tage die Woche. Ja. Das heißt, abnehmen zum Duschen und dann wieder anziehen. So stelle ich mir das vor. Zur Physiotherapie, zum Sport kann man es natürlich auch abnehmen. Das sind korrigierende Möglichkeiten. Aber in der Schule, nachts, tags immer dran. Ja, da wird natürlich, also das heißt ja dann im Schwimmbad und so. Da kommt's ab. Da kommt's ab. Ah, okay. Es gibt schon Gelegenheiten, wo man auch zum Erhalt der Zusammenarbeit, Compliance nennen wir das, Kompromisse machen kann. Aber die große Linie muss sein, dass diese Stundenzahl, die Wirbelsäule korrigiert werden kann. Man kann das mit Pflanzen noch vergleichen. Die Tomatenpflanze schneidet man auch nicht ab, wenn keiner hinguckt. Dann wächst die woanders hin. Ja, genau, stimmt. Auch die muss man im Auge behalten. Wie oft, also wenn angenommen, also Sie sagen ja Mädchen, Jungs 5:1 ungefähr, also angenommen Mädchen, wie oft sieht die dann ihren Therapeuten oder ihren Arzt während dieser Korsettjahre? Also mindestens 2-mal im Jahr muss man sich
zu großen Besprechungen sehen mit Röntgenuntersuchungen, klinischen Untersuchungen beim Spezialisten. Wir binden dann noch die Kinderorthopäden vor Ort mit ein und auch wöchentlich die geschulten Physiotherapeuten, die also die spezielle Physiotherapie beherrschen, sodass wir ein enges Netz an Therapiemöglichkeiten und Besprechungsmöglichkeiten und Überwachungsmöglichkeiten haben. Und jetzt sagen Sie ja, das ist für diesen Winkel zwischen 20 und 40 Grad. Wenn ich mich treu dran halte und dann ist die Wachstumsphase zu Ende, habe ich danach keine Sorgen mehr? Wenn ich in diesem Fenster bleibe und unterhalb dieser 40-Grad-Grenze, nimmt man an in Studien, dann habe ich zu erwarten, dass ich eine relativ gutes, schmerzarmes, leistungsfähiges Leben führen kann, ohne die vorhin genannten Erkrankungen. Und wenn jetzt, also da haben wir jetzt ja noch keine Notwendigkeit für eine Operation gesehen, aber wenn ich jetzt schon ausgewachsen wäre mit so einem Winkel zwischen 20 und 40 Grad und ich hätte Probleme, ginge das dann auch noch? Eine Korsettbehandlung im Erwachsenenalter macht man nicht. Ah, okay. Man kann nur Wachstum lenken, wenn Wachstum vorhanden ist. Ja. Das impliziert, dass das Teenageralter dafür prädestiniert ist. Ja. Im Erwachsenenalter mit relativ geringen Winkeln und schweren Beschwerden, dann muss man prüfen, ob nach konservativer Therapie im Sinne von Schmerztherapie und Physiotherapie die Operation eventuell ein Tool sein kann. Ja, das heißt dann, also für einen stärkeren Krümmungswinkel und auch wenn man ausgewachsen wäre, käme ja dann nur noch die Operation in Frage. Ja. Was macht man da? Bei den Operationen wird zumeist von hinten operiert, dass also die Wirbelsäule von hinten freigelegt wird. Man muss dann die einzelnen Strukturen der Wirbelsäule darstellen, also eröffnen. Man macht die kleinen Wirbelgelenke auf, dadurch macht man die Wirbelsäule korrigierbar. Und dann wird jede Etage der Wirbelsäule mit kleinen Schrauben versehen, um dann in diese Schrauben, die sind hinten geöffnet, Längsverbinder, Stangen einzubringen, die so gebogen sind, wie die Wirbelsäule im Idealfall sein soll. Und dann gibt es spezielle Manöver, wie man das korrigieren kann, die Wirbelsäule dort gerade und steif zu machen. Ja, und das Ziel ist gerade, ganz gerade? Wir streben mit den modernen OP-Methoden und den modernen Indikationskriterien heute schon an, dass die Wirbelsäule ganz gerade sein sollte, bis auf spezielle Ausnahmen bei doppelten und dreifachen Krümmungen. Ja, und wenn Sie sagen, Sie arbeiten da mit Stangen und mit Schrauben und setzen das fest, das bleibt drin? Das bleibt drin. Heißt das, ich kann mich dann nie wieder bücken? Ja, der korrigierte Abschnitt der Wirbelsäule bleibt steif. Mhm. Zum Glück ist es so, dass die meisten Verkrümmungen im großen Teilen der Brustwirbelsäule stecken. Der Brustkorb bei uns Erwachsenen ist im Wesentlichen ja steif, sodass die Korrekturmöglichkeiten der Skoliose in einem später steifen Abschnitt stattfinden und damit das Empfinden der Steifheit relativ gering ist und damit die Lebensqualität der korrigierten Patienten relativ hoch ist, was viele so nicht erwarten. Ja, das hört sich auch viel zu schön an, um wahr zu sein eigentlich. Sagen das denn die kleinen Patienten, die Sie behandeln, auch? Oder sagen die das erst nach einer bestimmten Zeit vielleicht? Nein, die empfinden diese Steifheit im Inneren in der Regel auch nicht so. Das ist immer die erste Frage bei der Aufklärung, wie die Steifheit zustande kommt und wie die wirkt. Aber wenn man die Patienten nach der Operation fragt, empfinden die Steifheit nicht. Sie können schmerzarm und normal leben. Ja, und wenn ich jetzt als Elternteil die Entscheidung gerne meinem Kind überlassen würde mit dieser Operation, dann wären wir ja aber wieder hinter dem ausgewachsenen Stadium, oder? Oder dann? Genau, das ist ein psychologisches Thema im Bereich von Deformitäten und jugendlichen Behandlungen, dass die Eltern am liebsten diese Entscheidung verschieben wollen, vertagen wollen, vielleicht auch bis in das 18. Lebensjahr vertagen wollen. Das empfehlen wir nicht, weil in wissenschaftlichen Untersuchungen belegt ist, dass zum einen die Korrigierbarkeit der Krümmung in frühen Jahren viel besser ist, also zwischen 12 und 16 Lebensjahren. Zum Zweiten die Komplikationsquote wesentlich geringer ist in diesem Alter und ich kann wesentlich kürzere Operationen machen, also eine kürzere Länge der Operationsstrecke festlegen. Ja genau, die Operation selber. Wie lange dauert das? Ist verschieden. Bei einer einzelnen Krümmung liegt man bei 2,5 Stunden. Das kann auch mal bei 3 bis 4 Stunden sein, aber das ist heute nicht mehr das Problem mit modernen Narkosetechniken, OP-Methoden und auch Blutsammeln während der Operation.
ist das Outcome für die Patienten ähnlich. Und wann ist das Kind wieder auf den Beinen? Die Kinder stehen manchmal schon am OP-Tag, spätestens am nächsten Tag wieder auf. Mhm. Haben eine kleine Schmerzpumpe im Rücken, einen kleinen Katheter im Rücken, der mit einer Pumpe bedient wird. Und lernen das Laufen innerhalb der ersten Woche und gehen nach 10 Tagen ungefähr sogar schon wieder nach Hause. Also gäbe es eine Chance, das innerhalb von 3 Wochen Ferien zu schaffen oder 6 Wochen Ferien zu schaffen? Ja. Von vorne bis hinten sozusagen? Streben viele Jugendliche an. Also wir sind immer in den Ferien unterwegs, im Sommer wie Winter. Dann bedanke ich mich sehr für dieses Interview. Vielen Dank. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!